finden wir noch ein paar Sachen in der Höhle hier. Müssen wir mal nachschauen. Oh, da unten fährt noch ein Trugbild durch die Gegend. Da kann man da unten gar nicht hoch. Kann man hier entlang? Nee. Komm, wir nehmen das Trugbild mit. So weh. Ich kann übrigens, wenn man schwebt, nicht anvisieren. Zahnpasta, ne, Spinnwebe. Warum komme ich auf Zahnpasta? Ah ja. Hab sie! Hier leuchtet alles so leicht lila. Das ist ein bisschen schwierig da zu erkennen. Das war's. Okay, ich schwebe da vielleicht nicht hoch. Ah ja, kann man. Die Frage ist nur, wohin? Darüber? Warum schreist du so? Oh, richtig, ich erinnere mich. So ist brav. Da ist ja das dumme Hirn. Hier, ein Taschentuch. Und? Fühlst du dich jetzt besser, Kleiner? Fernsehen. Natürlich. Hier, drüben. Und diesen bösen Zahn werfen wir einfach in den Müllschlucker. Keine feste Nahrung in den nächsten 6 Stunden. Lilly. Ich glaube, ich hätte die Zwischensequenz das letzte Mal schon sehen müssen. Aber ich hab's irgendwie nicht. Fernsehen. Er wusste ja schon, dass es ein Müllschlucker ist, das Gehirn, oder? Kriege ich den kaputt? Vielleicht mit Telekinese? Kann mich nicht gut festhalten. Watch it. Watch it. Wow, okay. Hm.
bisschen dahin locken. Ah, Verwirrungsgranate. Okay, ich check's noch nicht so ganz genau, was ich da machen muss. Das ist vielleicht mit der Unsichtbarkeit, aber habe ich jetzt nicht zwangsläufig, glaube ich, wenn ich hier bin. Oh. Ach, wenn der sich so aufbäumt, dann sieht man kurz das unten. Zielerfassung! Muss mich irgendwo verstecken. Wäre doch unsichtbar. Steht da vielleicht dran, was man machen muss gegen dieses Hirnpanzer-Prototyp zerstören? Ja, würde ich ja gern. Leichter gesagt, was getan, ne? Oh, Zielerfassung! Muss mich irgendwo verstecken. So clever. Weiche, schwabbelige Unterseite. Ich komme. Ich hätte vielleicht nicht... ach, man kann... Okay, wenn man auf dem Ding drauf sitzt, kann man nicht ziehen. Das heißt, ich muss da schnell runter. Keine so Verwirrungsgranaten. Das ist nix. Durch nix.
Hey, unfair. Ich hab dich getroffen, Panzer. Dann nimm halt meinen Psi-Schlag, Trottel. Shit. Muss ich das so noch machen? Ah, nee, okay. Mist. Dieses Ding ist gepanzert wie ein Panzer. Ich habe keine Ahnung, ob das so geplant ist, dass man unsichtbar da dran rennt und dann einfach verprügelt. Jetzt tot oder er? Ich, oder? Okay, habe ich es jetzt geschafft, erfolgreich zu backen, weil es gibt ja keine Lebensenergieanzeige mehr. Jetzt down oder ist das Ding down? Ich weiß es nicht. Ist das ein Albtraum? Oder ein Plan? Oder beides? Einen Moment. Rasputin, tut mir leid. Ich musste das Experiment abbrechen. Etwas wirklich Wichtiges ist passiert. Ich muss sofort los. Ich weiß, Sie glauben gar nicht. Erzähl's mir später. Bin in Eile. Offizielle Psychonautengeschäfte. Moment! Das hier auch! Offizielle Psychonauten. Hey, Sie haben... Hey, dieser weiße Raum. Ich weiß, der ist aus Oleanders Verstand. Ich war die ganze Zeit im Traum des Coaches. Seit ich durch die Störung im Wohnwagen getreten bin, war alles so komisch. Zum Beispiel diese Obsession für Fleisch. Aber Mori schon. Und darauf mit gestohlenen Gehirnen eine Flotte von tödlichen Panzern zu bestücken. Das muss ich Lilly sagen. Sie wartet unten beim Bootshaus auf mich. Unten? Am Wasser? Oje, beeil dich lieber. Schnell, schnell. Da will nämlich eine Armee soll aus. Ich Sie bringen, Agent Krull? Zeit zum See. Ja. Aus Kindergehirnen will er eine Armee bauen. Das ist ja super. Großer Plan. Bobby! Oh, oh. Schau, ich kann's erklären. Fernsehen. Fernsehen. Hä? Tschi. Oh, klingt nach einer fiesen Erkältung. Macht nix. Hör mal zu. Die übersinnliche Störung kommt von Coach Oleanders Funkgerät. Er sendet seinen verrückten Plan im Schlaf überall hier im Camp rum. Also entführt er wirklich Kinder und stiehlt ihre Gehirne, um Waffen zu produzieren. Ja, ist das nicht großartig? Was? Was ist daran großartig? Weil das eine hundertprozentige übersinnliche Notlage ist.
Und Sascha ist nicht hier. Unterwegs in offiziellen Psychonautengeschäften. Und Millers letzte Nachricht besagt dasselbe. Lilly, ein völlig durchgeknallter baut eine Armee übersinnlicher Todespanzer auf, um die Welt zu beherrschen. Und niemand kann ihn aufhalten, außer dir und mir. Oh, meine Güte! Lass uns knutschen! Was? Sorry, das ist die Aufregung. Seit du da bist, Raz, ist hier einfach so viel mehr los. Finstere Todespläne, verrückte Wissenschaftler, hässliche Monster. Knutschen? Wie konnte ich nur nicht merken, was dieses Lager alles bietet? Wegen dir erscheint mir alles wie neu. Schau mal da, diese Blume. Du meinst wie küssen? Ich meine, jedes Jahr bin ich im Sommer hier und habe noch nie eine so coole Blume gesehen wie die hier. Ja. Schnappen wir sie! Ich kann nicht. Ich kann nicht schwimmen. Dann schnapp dir die Tauchkugel unten am Dock. Schnell! Die Flossenspuren sind noch frisch. Kommen Sie mit? Ich weiß nicht, wie man sowas lenkt. Geht nicht. Ich muss auf die anderen Kinder aufpassen. Genau. Wenn sie kein Hirn haben, brauchen sie Aufsicht. Und vielleicht Kühlung. Und wieso weißt du nicht, wie die Tauchkugel funktioniert? Warst du noch nie im Sommerlager? Und jetzt mach hin, bevor das arme Mädchen verdaut wird. Könnt mal wieder speichern, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Oh ja, ich habe seit einer Stunde 40 nicht mehr gespeichert. Ich kann da nicht raus. Es ist einfach nur der Kopf. Oh, das ist wie so ein U-Boot. Wahrscheinlich eher wie so ein U-Boot, oder? Mann, das ist ja voll mit spitzen Nägeln. Das würde ich nicht schlucken wollen. Ah. Macht natürlich Sinn. Mann, das ist ja voll mit spitzarmer, kleiner, widerlicher Saugfisch. Er kann nicht atmen. Ich sollte ihn töten. Okay. Okay, die wollen die irgendwie nicht fressen, kann das sein? Kann mich nicht gut festhalten. Warum wollen die nicht essen? Was gibt's denn hier noch für Alternativen?
sind die Nahkisten. Vielleicht muss ich sie dann kaputt machen, wenn ich sie hier reingestellt habe, oder? Er hat sie gegessen. Die respawnen aber auch nicht, die Nagelkisten. Und jetzt mit diesen Viechern, die da runterkommen. Kann mich nicht gut festhalten. Kann mich nicht gut festhalten. Warum nicht? Der steht direkt vor dir. Kisten hat es wohl nichts zu tun, weil die sind jetzt alle weg. Einfach mal hoch. Vielleicht muss man ja gar nichts machen. Mädchen aus, dann passiert dir nichts, Fisch. Hier gegen den brauchen wir wahrscheinlich die Nägel. Finde ich da noch freie Stellen, um neue Beulen zu hauen. Ich check's nicht so richtig, was ich machen muss. Festhalten. Kann mich nicht gut festhalten. Festhalten. Kann mich nicht gut festhalten. Kann mich nicht gut festhalten. Ich muss irgendwas nach dem werfen, oder? Vielleicht zum Fisch. Vielleicht gedacht, wenn man so eine Kiste mit Nägeln kaputt macht, während er. Ah, vielleicht während er sie einsaugt, dass er in die Nägel einsaugt. Oh ja. Thank you.
jetzt aus der Sicht von dem Fisch, dass ich einfach weglaufen muss? Sieht so ein bisschen aus, oder? Bewegt sich allerdings nicht allzu schnell. Aber ich habe mich zu schnell bewegt. Das ist natürlich ein bisschen doof gewesen. Das heißt, lieber nicht aufspringen auf die rollende Kugel. Boah. Hier unter Wasser die Treppen gebaut. Oder ist es eine versunkene Stadt? Ist es Atlantis? Warum hat er eigentlich so eine riesige Luftblase vor sich? Das ist ja nett von dir, dass er so viele... ...so viele Nagelkisten direkt vor mich gestellt hat. Oh Gott, ich muss das noch zweimal machen. Wenn es jedes Mal so ein langer Weg ist, dann sind wir übermorgen nicht fertig. Schon ein bisschen witzig, wie wir die Fische einfach so runterklatschen. Plopp. War das mal eine Wassermühle oder sowas? Oha, er kommt raus. Er ist sauer. Mama ist sauer. Oha. Hey!
können mich nicht gut festhalten. Jetzt wollen die plötzlich die kleinen Pisser da was von mir. Okay. Anzünden oder sowas? Kann mich nicht gut festhalten. Oh, okay, nee. Wir müssen die. Wenn man weiß, was man machen muss, ist es nicht so schwer. Weißt du doch. Nein! Ich war zu nah dran. Shit. Hier vielleicht? Okay, ich muss daneben stehen. Noch eine, wo ich mit guter. Okay, hier daneben, da kann ich mich doch gut platzieren. Ah, armes kleines Ding. Das arme kleine Ding hat gerade auf 8 verschiedene Arten versucht, mich umzubringen. Nun, das ist nicht seine Schuld. Das war mal ein ganz normaler, friedlicher Lungenfisch. In einer schleimigen Luftblase, unter einem halb ausgetrockneten See. Aber allem Anschein nach hat ihn Mori zu bösartigen Zwecken mutiert, sein Wachstum beschleunigt und ihm ein Gehirnimplantat eingesetzt. Puh. Armes kleines Ding. Ja, geh da rein und zerstöre das Implantat. Benutze das Psychoportal, das du aus Saschas Labor geklaut hast. Oh, ja. Funktioniert das auch bei großen, schrecklichen Monstern? Von wegen Monster. Das Ding hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und jetzt rein da! Und das ist doch ein perfekter Cliffhanger für das nächste Mal weitermachen, würde ich mal sagen. Ich sag bis dahin schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal.